Krav Maga ist hebräisch und heißt so viel wie Kontaktkampf, kommt von der Armee Israels. Und da sehen wir auch bereits, dass es für eine ganz bestimmte Zielgruppe geeignet ist. Weil im militärischen Nahkampf geht es primär darum, mit extrem wenig Zeitaufwand den Menschen ein bisschen etwas über das Kämpfen beizubringen. Primär ist ein Soldat jemand, der mit einer Waffe agiert und im Truppenverbund. Also eins gegen eins und vor allem auch unbewaffnet und so ist ein sehr kleiner Teil dieser Ausbildung. Da geht es vor allem erstens überhaupt etwas zu können, für den unwahrscheinlichen Fall, und auch die Mentalität zu steigern. Du hast vielleicht 1, 2, 3 Tage Ausbildung und that's it. Und Krav Maga ist die Antwort auf die Frage, was lehre ich jemanden, wenn ich eben nur 1 oder 2 oder 3 Tage Zeit habe, um diesen Menschen kampfbereit zu machen? Und dann haben wir eine extrem kondensierte Form von MMA, wo Boxen, Treten, bisschen ringerische Angriffe, extrem einfache Eier, Schlagen, Bam, Abwehren, einfach irgendetwas machen. Also möglichst einfach, möglichst simpel, möglichst one size fits all. Nicht so extrem wie ein Kämpfer macht für Hooks und Uppercuts und alles immer eigene und macht Kombos und bababa, mega viel basiert darauf, dass der andere auch kämpfen kann. Und in der Selbstverteidigung kann der andere meistens kaum eine Melone von einer Banane unterscheiden und ist betrunken. Okay, also muss ich einfach irgendetwas machen, das ist schon besser, da wird er wahrscheinlich von mir ablassen. Und Krav Maga richtet sich primär an die Zielgruppe, die eben nicht 2, 3, 4, 5 Mal die Woche trainieren möchte, für immer und einfach mega ultra fit werden und mega stark kämpfen und so weiter, sondern diejenigen, die einfach etwas machen möchten. Vielleicht möchten sie nur einen Wochenendkurs machen und die wissen, ich werde nicht mega stark, aber besser als gar nichts. Oder vielleicht halt einmal die Woche so ein bisschen was. Ich möchte mich vielleicht auch nicht allzu sehr anstrengen. Ich möchte jetzt nicht allzu viel mental da reingehen in diesen Kampf und viel über die Details lernen, sondern einfach lernen, mich selbst zu verteidigen. Ein bisschen besser als nichts. Und dann ist Krav Maga die perfekte Antwort. Und natürlich auch Systeme, die genauso aufgebaut sind wie Krav Maga. Da gibt es einige ähnliche Systeme. Und das ist einfach perfekt für diejenigen, die nur Selbstverteidigung wollen und nicht allzu viel Zeit und Energie investieren wollen, bevor sie bereit sind, sich zu verteidigen.